Ja, in dieser Woche haben wir die erste Lesung des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0, ein Gesetz, worauf wir im Parlament lange gewartet haben. Die Ressortabstimmung im Kabinett hat sich etwas hingezogen, aber es ist eben auch ein sehr umfangreiches Gesetzespaket und ich will drei Dinge rausgreifen und kurz vorstellen, die für uns besonders relevant und wichtig sind. Zum einen wird durch dieses Gesetz das BSI, das Bundesamt zur Sicherheit in der Informationstechnik, unwahrscheinlich gestärkt, nicht nur personell, sondern eben auch aufgabenmäßig. Es kommt eine neue Sparte des Verbraucherschutzes dazu. Das BSI wird künftig auch mittelständische Unternehmen, aber auch Verbraucher in Fragen der IT-Sicherheit beraten. Zudem legen wir in dem Gesetz fest, dass es ein Gütesiegel geben wird, BSI zertifiziert auf bestimmte Hardware oder Software, um dem Verbraucher auch ein Stück IT-Sicherheit zu geben, wenn er IT-Produkte kauft. Eine zweite richtig wichtige Regelungsmaterie ist, dass wir den Anwendungsbereich des IT-Sicherheitsgesetzes erweitern und weitere Unternehmen in die kritische IT-Infrastruktur aufnehmen und weitere Unternehmen dann Hackerangriffe oder ähnliches melden müssen und gemeinsam mit staatlichen Behörden agieren für Cybersicherheit. Der dritte große Aspekt ist das, warum das Gesetz etwas auf sich hat warten lassen, ist das ganze Thema, wenn ich Komponenten in kritische Infrastruktur hineinbaue, wie zum Beispiel beim 5G-Netz, wie müssen diese Komponenten beschaffen sein, welche Sicherheitsanforderungen müssen diese Komponenten erfüllen. Insbesondere hatten wir da die Problematik mit chinesischen Produkten. Sind chinesische Produkte sicher, dass sie in kritische Infrastruktur eingebaut werden können? Das Gesetz, finde ich, wählt jetzt einen klugen Weg, indem man über Garantieerklärungen und Ähnliches prüfen kann. Sind diese Produkte sicher, ja oder nein? Das letzte Wort liegt da bei der Bundesregierung, aber insbesondere eben auch bei den Herstellern. Und wir haben eben insbesondere kein Lex Huawei oder ein spezielles Gesetz geschaffen, wo wir chinesische Produkte ausschließen. Das war uns ganz wichtig. Von daher bin ich zuversichtlich, dass wir dieses Gesetz jetzt zügig beraten und bald die zweite und dritte Lesung haben.